Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal Kalis Kokomut. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich ein knuspriges Bistro-Salami-Baguette mache. Das Ganze diesmal nicht im Dutch Oven. Heute gehen wir mal auf den Grill. Und wie das geht und was ich verwende, seht ihr nach dem Intro. Folgende Zutaten benötigt ihr. Kommen wir bitte ran. Wir benötigen heute ein Baguette, ein Ciabatta Baguette. Je nach Geschmack, ihr könnt auch nur ein Baguette nehmen oder nur ein Ciabatta Baguette. Paprika, Brokkoli, Lauchzwiebel, geräuchertes Paprika, Meersalz, Pfeffer, Tomatenmark, eine Knoblauchzehe, die ist schon gepresst, Majoran, Oregano, 4 Mini-Salamis. Ihr könnt auch 5 oder 6 nehmen oder nur 2, je nach Belieben. Oder ihr macht es komplett vegetarisch. Passierte Tomaten und geriebenen Pizza- oder Ofenkäse. Die Mengen, die ich jetzt hier angegeben habe, sind ungefähr für 4 Personen. Ihr könnt natürlich das alles noch erhöhen. Das macht ihr, wie ihr möchtet. Alle Zutaten kommen in die Videobeschreibung und los geht's. Habt ihr eigentlich meinen Kanal schon abonniert? Wenn nicht, dann macht das mal bitte. Unten die Glocke an, dann werdet ihr jeden Freitag 18 Uhr informiert, wenn ich ein neues Video rausgebracht habe. Damit unterstützt ihr mich, damit stärkt ihr den Kanal und Dankeschön. Wir beginnen jetzt mit der Tomatensoße. Wir machen uns jetzt eine richtig leckere Basis, die wir dann als erstes auf den Baguettes draufstreichen werden, um sie dann zu belegen. Dann nehmen wir uns die passierten Tomaten. Das ist unser Grund. Hier machen wir jetzt geräuchertes Paprika, Salz und Pfeffer rein. Dann nehmen wir uns das Tomatenmark und den gepressten Knoblauch. Geben den mit dazu. Dann nehmen wir uns noch das Majoran und Oregano und geben das auch noch mit rein. Und jetzt verrühren wir das alles schön. Haben wir es auch schon geschafft. Das legen wir uns beiseite, damit die Gewürze noch mal schön sich mit dem Tomatenmark und den passierten Tomaten verbinden kann. Und dann geht es auch schon an die Paprika. Die Paprika nehmen wir uns, schneiden sie in Streifen. Wenn wir sie in Streifen geschnitten haben, schneiden wir sie in Würfel noch. Da ist jetzt auch am besten, wenn ihr euch immer die einzeln nehmt, damit sie ungefähr gleich groß sind. Das mache ich jetzt mal zu Ende und dann sehen wir uns am Brokkoli wieder. Den nehmen wir uns und schneiden ihn schön klein. Den könnt ihr ruhig ein paar Mal zerschnippeln. Schneidet den schön klein, damit er nachher nicht mehr ganz so viel Biss hat. Jetzt kommen wir noch zur Lauchzwiebel. Nehmen wir uns und schneiden sie einfach nur in Ringe. Schneidet sie schön klein. Regelt euch den Grill auf 180 bis 200 Grad ungefähr ein, indirekte Hitze. Jetzt kommen wir noch zu den Mini-Salamis. Die nehmen wir uns und schneiden sie uns einfach in Scheiben. Gleich dick. Dann nehmt ihr die, die euch am besten schmecken. Aufpassen, dass ich mir nicht in den Finger schneide hier. Jetzt geht es an die Baguettes, die nehmen wir uns. Die dritteln wir uns. Und halbieren sie uns, also schneiden sie einfach auf. Mit dem Ciabatta-Brot machen wir genau das gleiche. Jetzt, wo die Schnippelarbeiten beendet sind, der Grill schon vorgeheizt ist, belegen wir uns die Baguettes noch.
Jetzt nehmen wir uns die, geben unsere Tomatensauce drauf. Schön einen Teelöffel drauf. Ordentlich verstreichen. Paprika drauf. Lauchzwiebel. Jetzt geben wir noch den Brokkoli mit dazu. Ich lasse die vordere Reihe mal ohne Brokkoli. Ich belege hier auch zwei ohne Salami, dass für jeden was dabei ist. Wo wir uns die Baguette so schön belegt haben, legen wir sie auf den Grill und dann kommt noch der Käse oben drauf. Dann dauert das Ganze ungefähr 10 Minuten. Wichtig ist halt, nehmt Baguettes, die zum Aufbacken sind und nicht welche, die schon fertig gebacken sind. Die werden nachher knochenhart, das wird nicht funktionieren, das schmeckt euch dann nicht. Und jetzt sehen wir uns am Grill wieder. Vorgeheizt auf 200 Grad. Ich habe mir hier mal Alufolie reingelegt, damit es nicht runtertropft. Legt es euch so rauf, dass ihr noch rankommt, um den Käse raufzumachen. Wie gesagt, indirekte Hitze, ganz wichtig. Jetzt verteilen wir den Käse noch oben drauf. Da braucht er nicht sparsam sein. Wie ihr seht, fällt genug daneben. Das würde nachher alles in den Grill reinfallen. Sehr schön. Deckel geht drauf. 10 Minuten, 200 Grad indirekte Hitze. Und wir sehen uns zum Verkosten wieder. Das Beste zum Schluss, es geht ans Verkosten. Guckt mal hier. Richtig schön knusprig. Und los geht's. Ist bestimmt mega heiß. Oh wow. Unvergleichlich mit den bekannten Baguettes aus der Tiefkühle. Oh. Also, das toppt natürlich, ist ja klar. Wahnsinn, ich muss gleich nochmal. Dieser Crunch, die Zutaten, passt super zueinander. Also mein Fazit, eine richtig runde Sache. Alles frische Zutaten. Das könnt ihr euch locker in einer halben Stunde, vielleicht 40 Minuten zu Hause alleine mal machen. Es geht auch im Ofen, wenn ihr jetzt keinen Grill habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch. Abonniert mich auch sehr gerne, damit stärkt ihr den Kanal. Schreibt gerne mal einen Kommentar unter das Video. Und danke. Richtig lecker.